So, da bin ich wieder. Ich war also im Baumarkt und habe mir jetzt etwas zum Reinigen besorgt. Das sind solche Lederpflegetücher der Firma Sonax. Ich werde jetzt nicht das ganze Video irgend so ein Dauerwerbe Dings einblenden. Ich habe mir diese Tücher selber gekauft und selber bezahlt und ich habe auch keine Ahnung, ob es überhaupt Werbung wird, weil ich nicht weiß, wie sie funktionieren. Von daher schauen wir uns das jetzt einfach mal zusammen an, wie diese Tücher mit meinem doch nicht mehr so schönen Leder zurechtkommen. Bis gleich. Der Grund dafür, solche Tücher zu nehmen und keine Lederpflegesalbe oder Emulsion oder sowas, ist zum einen, dass ich zugegeben ein eher fauler Mensch bin und zum anderen, ich mir nicht sicher bin, was hier mit den Löchern passiert, wenn man dann so viel Emulsion reintut. Was ich allerdings etwas komisch fand, ist, dass hier auf der Beschreibung von diesen Tüchern auch steht, dass man die Emulsion in die Lederoberfläche einreiben soll und dann eine Stunde warten. Keine Ahnung, wie das hier funktionieren soll. Da ist ja eigentlich gar keine Emulsion dabei, aber wir schauen jetzt einfach mal. Man soll den Deckel abnehmen, das rausziehen, ein Tuch herausnehmen. Ne? Ist ja wieder eine tolle Technik hier. Wo ist denn hier jetzt das erste Tuch? Da. Und dann wahrscheinlich wieder dort oben einfädeln. Also ähnlich. Manch einer kennt das vielleicht von so Tüchern für den Babypopo. Das ist dann ein ganz ähnliches Verfahren. Offensichtlich wie hier. So. Und jetzt sollten dann theoretisch die einzelnen Pushdown Tücher da so rauskommen. Ja. Klappt so mittelprächtig gut. So, aber das Entscheidende wird ja sein, wie funktioniert das Ganze? Bringt das überhaupt irgendetwas? Dann schauen wir mal. So, auf den ersten Blick sieht das durchaus recht vielversprechend aus. Diese ganz schwere Verschmutzung will noch nicht so recht ab, aber gerade hier vorne in dem Bereich ist doch schon sehr viel abgegangen, würde ich sagen. Oh, wenn ich mir das Tuch so anschaue, ich hoffe, man kann das auf dem Video ganz gut sehen. Ja, das lohnt sich dann offensichtlich. Vielleicht hätte ich doch so eine ganze Emulsion nehmen sollen, denn ich glaube nicht, dass ich mit diesen Tüchern so besonders weit komme. Aber wie man sieht, löst sich der Schmutz durchaus ordentlich. Das, was ich schon befürchtet hatte, nämlich dass es mit den Nähten etwas schwierig wird, die wieder sauber zu bekommen, scheint sich jetzt auch zu bewahrheiten. Da muss ich mir bestimmt noch was anderes einfallen lassen, aber naja, das erste Tuch hat es jetzt, glaube ich, schon hinter sich. Ja, das ist ein blödes Verfahren hier. Machen wir das anders. Also die Verpackung kann ich schon mal nicht empfehlen, oder ich bin einfach zu blöd, das zu kapieren, wie es funktionieren soll. So. Nächstes Tuch. Austrocknen werden die so schnell eh nicht, hoffe ich. Probieren wir uns mal hier am Sitz. Ja, da ist das Gleiche. Die ganz tiefen oder ganz besonders schmutzigen Stellen brauchen im Moment länger. Wird etwas heller bis jetzt, aber noch nicht wirklich sauber.
aber nach 2 Jahren gar nichts tun, wäre es auch vermessen gewesen zu erwarten, dass es jetzt gleich alles beim ersten Mal weggeht. Oh, das geht hier jetzt aber wirklich gut ab. Da bin ich überrascht. Also dieser schwarze Streifen, den ich vorhin schon mal in einem ganz verschmutzten Zustand Video gezeigt hatte, der ist jetzt so praktisch weg. Das ist ja, aber auch hier sammelt sich ganz schön was an in so einem Sitz in 2 Jahren. Gut, ich werde jetzt hier mal ein bisschen weiter polieren. Wahrscheinlich die Kamera dann gleich im Zeitraffer weiterlaufen lassen, weil das wird wohl auf Dauer sonst ein bisschen zu langweilig. Ich gucke mal, ob ich nachher noch mal was zu den Ergebnissen sage oder eine weitere Session machen. Fürs Erste ist es das jetzt mal gewesen. Ihr Stefan Lenz.